Gestern hat die österreichische und deutsche Unterhaltungsindustrie mit Schock die traurige Nachricht erhalten, dass der berühmte Sänger und TV-Moderator Andy Borg nach einem unglücklichen Kletterunfall verstorben ist. Andy Borg, mit bürgerlichem Namen Adolf Andreas Meyer, ist einer der hellsten Stars der europäischen Unterhaltungsindustrie und hat tiefe Spuren in der Musikindustrie hinterlassen. Andy Borg wurde 1960 in Österreich geboren und hat eine bemerkenswerte Karriere in der Unterhaltungsbranche hinter sich. Er ist bekannt für Lieder wie Adios Amor, Ich will nicht wissen, wie du heißt und Arrivederci Claire. Andy Borgs Musik konzentriert sich hauptsächlich auf das Schlagergenre und romantische Balladen und er hat in seiner Karriere große Erfolge erzielt. Gestern Abend ereignete sich jedoch ein unglücklicher Unfall, als Andy Borg auf einer Wanderung war. Die Einzelheiten des Unfalls sind noch nicht geklärt. Erste Informationen deuten jedoch darauf hin, dass er in einen schweren und leblosen Unfall verwickelt war. Das ist ein großer Verlust nicht nur für Andy Borgs Familie und Freunde, sondern für die gesamte Unterhaltungsindustrie. Die Künstlergemeinschaft und Fans haben auf diesen unglücklichen Tod mit Schock und Bedauern reagiert. Die Kollegen und Freunde von Andy Borg haben in den sozialen Medien ihr Beileid und ihre tief empfundenen Gedanken zum Ausdruck gebracht. Jeder erinnert sich an Andy Borgs Talent und seinen Beitrag zur Musik- und Unterhaltungsindustrie. Andy Borg ist zu einer Ikone der Schlagermusik geworden. Nicht nur in Österreich und Deutschland, sondern in ganz Europa. Er ist auf großen Bühnen aufgetreten und wird von Millionen Fans geliebt. Sein Tod hinterließ eine große Lücke in der Unterhaltungsindustrie und wird für seine Liebe und Leidenschaft zur Musik in Erinnerung bleiben. Florian Silbereisen bei Leid. Andy Borg wurde von einem Fremden brutal angegriffen. Willkommen auf unserem Promi-Nachrichtenkanal heute. Adolf Andreas Meyer, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Andy Borg, ist Sänger und Fernsehmoderator. Mit Erfolg sowohl in der Musik als auch in der MC-Karriere hinterließ Andy Borg in den Augen der Fans eine humorvolle und freundliche Person. Kürzlich wurde Andy Borg leider von einem Fremden angegriffen und musste im Krankenhaus eingeliefert werden. Laut dem, was mir gesagt wurde, war Andy Borg auf dem Weg, als ein Obdachloser auf ihn zukam und um Geld bat, aber der männliche MC weigerte sich, ihm Geld zu geben. Dies machte den Mann sehr wütend. Er drückte Andy Borg über seine Kontrolle und griff ihn wiederholt ins Gesicht. Als allen Passanten eilriefen und der Obdachlose verschwand, kam es zum Stillstand. Andy Borg wurde bald darauf zur Behandlung seiner Verletzungen im Krankenhaus eingeliefert und sie scheinen ihm ziemlich Schmerzen zu bereiten. Die Hauptkrätze bluten und blühte Güte. Er musste lange desinfiziert und mit einem Verband versehen werden. Der Arzt gab ihm auch einige entzündungshemmende Medikamente. Andy Borg meldete sich deshalb bei der Polizeistation, auf der sich der Vorfall ereignet hat, und sie planen, den gefährlichen Mann zu finden. Es ist bekannt, dass in dieser Gegend ziemlich viele Obdachlose herumlaufen und ich hoffe, dass die Polizei bald die Person findet, die Andy Borg angegriffen hat. Meine News für heute sind vorbei. Was denken Sie über diese Veranstaltung? Lass es mich unter in den Kommentaren wissen. Vergiss nicht, mein Video zu liken und mit deinen Freunden zu teilen.